Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Trauergemeinde. Leider müssen wir heute Abschied nehmen. Abschied nehmen vom C in der CDU. Die christlichen Kirchen haben uns angeschrieben zum Thema Familiennachzug. Ich zitiere aus dem Schreiben: Familie bietet den Raum, in dem Vertrauen wächst und in dem dauerhaft Verantwortung für den anderen übernommen wird. Für die Kirchen ist Familie ein sehr hohes Gut, welches es zu schützen gilt. Und sie geben uns dann den Rat und die Bitte, die beiden Kirchen plädieren dafür, die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte ersatzlos zu streichen. Sie folgen dem nicht. Diese Missachtung christlicher Werte hat das C in CDU leider nicht überlebt. Es ruhe in Frieden. Mit ihm verstarb die Familienpartei CDU. Wenn ich auf der Homepage in Baden-Württemberg lese, dann steht da, weil die CDU Familienpartei ist, solle man eintreten. Und dann steht da weiter, die Familie prägt Werte. Sie bietet Sicherheit und Halt in Zeiten des Umbruchs. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, das ist so. Familie prägt Werte, bietet Sicherheit und Halt in Zeiten des Umbruchs. Das soll sie tun. Aber ja nicht, wenn man sie auseinanderreißt. Wir sind deshalb traurig, heute Abschied nehmen zu müssen von der Familienpartei CDU. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren und ihr Ableben ist uns Verpflichtung. In Familien lernen Menschen, dass man sich aufeinander verlassen kann. Verlässlichkeit ist ein hoher Wert und hier möchte ich jetzt den Innenminister, der nicht da ist, ansprechen, aber man kann ihm das ja ausrichten. 2016 ist der Innenminister zitiert worden, der Familiennachzug solle eingeschränkt werden und das gelte auch für die Syrerinnen und Syrer. Daraufhin war er bei uns in der Fraktion, das ist beschrieben worden, und dort hat er gesagt, nein, das soll nicht für die Syrerinnen und Syrer gelten, sondern es solle gelten für diejenigen unter ihnen, die subsidiär schutzberechtigt sind. Und dann hat er darauf verwiesen, dass es sich darum ja nur um eine ganz kleine Zahl handeln würde, damals etwa 1,7% aller Fälle. Mittlerweile sind die Zahlen bei fast der Hälfte der Entscheidungen angelangt. Und deswegen sage ich, Verlässlichkeit würde bedeuten, wenn die Geschäftsgrundlage entfällt, dann muss man den Vertrag anpassen oder von ihm zurücktreten. Stattdessen, Frau Lindholz hat es vorgetragen, kommen von Ihnen nun Forderungen, den Familiennachzug dauerhaft auszusetzen. Da stirbt dann auch die Verlässlichkeit. Niemand hier im Raum wollte dauerhaft von seiner Familie getrennt sein. Und ich frage Sie, mit welchem Recht ist das dann so, dass wir das von anderen erwarten, dass das so sein kann? Umgekehrt, was wir selbst für uns wollen, das sollten wir auch anderen zugestehen. Familien dürfen wir nicht auseinanderreißen. Und natürlich, Frau Lindholz, ist die Situation nicht leicht, die Versorgung, die Unterbringung, die Integration. Aber zuerst ist die Situation von den Familien, von den Eltern und den Kindern nicht leicht. Wir müssen die Menschen zuallererst in den Blick nehmen. Und wenn wir uns entscheiden müssen, dann müssen wir uns für die Schwächsten zuerst entscheiden. Und die Kinder, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kinder gehören da dazu. Ich danke dennoch allen, die in den letzten Monaten verhandelt haben und gehandelt haben, dass das Auswärtige Amt Personal aufgestockt hat, dass die Wartezeiten sinken, dass Härtefälle geprüft werden, dass Anträge schon frühzeitiger angenommen werden. Natürlich, wir tun insgesamt sehr viel. Aber heute oder vielmehr gestern war Tag, internationaler Tag des Kindes. Es wäre ein guter Tag gewesen, wenigstens Kinder zu ihren Eltern zu lassen. Und ich will das in dieser Deutlichkeit auch sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich schäme mich dafür, dass wir in der Koalition nicht wenigstens das hinbekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes spricht Nina Marken für die CDU-CSU-Fraktion.